Na dann, wollen wir es mal hinter uns bringen. Slavyanka Motor ist das Thema. Ja, lang ist angekündigt gewesen. Letztes Jahr im Oktober habe ich Spenden dafür gesammelt. Da gleich mal als allererstes vielen, vielen lieben Dank für die Leute, die gespendet haben, die das ganze laufende Jahr immer mal ein paar Euro rüberwachsen lassen haben. Ohne euch, ihr wisst, wäre es nicht so, wie es ist. Aber diesmal hat es nur halb geklappt, leider. Ja, ich habe mich drauf und dran gemacht und wollte einen normalen Elektromotor, einen normalen Drehstrommotor mit einer Slavyanka-Wicklung verpassen. Und ja, ziemlich viel schief gelaufen. Aber erstmal von Anfang an. Slavyanka-Motor. Da gibt es einen Herrn Dujunov, der dieses Schaltungsprinzip 1995 patentiert hat, weil er herausgefunden hat, dass wenn er eine kombinierte Wicklung in einen normalen Drehstrommotor einsetzt, dass dann, ich vermute mal, dass die Blindströme dann nicht mehr da sind, ne, 30% effektiver. Das ganze Ding wird nicht mehr so warm, das heißt, es hält viel länger. Und als kleines Schmankerl soll noch sein, dass die Dinger dann auch im untersten Drehzahlbereich enorme Leistung haben. Die soll auch in den untersten Drehzahlen enormes Drehmoment haben, was ja für Elektroantriebe von irgendwelchen Autos, Fahrrädern oder Motorrädern enorm sinnvoll ist. Ja, da wollen wir mal uns anschauen, was denn so eigentlich der grobe Unterschied ist, nochmal im Detail. Wenn man hier auf der Seite, das ist jetzt so wie Drehstrommotoren normalerweise gewickelt werden, mit ihren drei Phasen, L1, L2, L3, hier rot, blau und grün dargestellt. Jetzt mal für einen Motor, der 24 Newton hat, also hier diese Dinger, die nennt man Newton, ne? Und ist eine vierpolige Wicklung. Und als Slavyanka-Methode dürfte das jetzt, ich bin kompletter Laie, was das hier betrifft. Ich kann kein Russisch, muss mir das alles übersetzt angucken und da wisst ihr ja, was manchmal vor Kauderwelsch rauskommen kann. Ja, aber nach den Zeichnungen und Wickelplänen, die ich jetzt daher bisher gesehen habe und auch nach Absprache mit meinem Onkel Peter, der mir das Wickeln damals eigentlich beigebracht hat, das Motorenwickeln, ist rausgekommen, dass es eigentlich nichts weiter ist als ein Motor, der gewickelt wurde mit lauter Spulen gleicher Weite, nennt man das. Während man hier praktisch eine Spule hat, also die, das ist eine Spule, die geht hier unten nochmal zusammen, aber befüllt dann 4 Newton. Und die innerste Spule ist kleiner, die äußerste Spule ist größer. Und hier wären die ganzen Spulen dann alle gleiche Weite. Von 1 bis 7 und von 2 bis 8 gingen die dann. Ja, und was anders ist es eigentlich nicht. Und dann kommt noch dazu, dass dann die müssen dann alle separaten Anfänge und Enden haben, schätze ich jetzt mal. Und die eine Spulengruppe, praktisch mit den durchgehenden Strichen, die wird dann im Stern geschalten und die andere dann im Dreieck. Aber, was ich mich jetzt noch frage, ist, wenn man jetzt so einen normalen Elektromotor umwickeln möchte, kann man da die Originalwindungszahl und Drahtdicke nehmen? Weil, wenn man auf der einen Seite die Hälfte der Spulen rausnimmt, hat man ja nur einen halben Widerstand. Und dann dürfte man ja eigentlich auch nur viel weniger Spannung draufhauen. Und wenn man dann die eine im Dreieck hat, dann sowieso. Da sind bei mir noch einige Fragezeichen offen. Dann würde ich mich auch mal rantrauen und das bis zum Ende durchziehen. Weil, ja, momentan ist das jedenfalls schief gelaufen, dass ich habe mir zwei identische Motoren besorgt. 70 Watt steht drauf, dass sie ziehen. Und habe mir gedacht, den einen wickelst du einfach um, durch meinen Paketfahrer-Job. Ging das zeitlich dann aber weniger, also habe ich ihn umwickeln lassen. Dafür habt ihr auch gespendet. Habe da mal 120 Euro investiert. Eine Firma beauftragt, die mir hier Spulen reingelegt hat. Und ich glaube aber, ich Dummi, habe denen aus dem Bauch raus gesagt, eine normale 1400er Wicklung reinlegen mit Spulen gleicher Weite.
Und den Wickelkopf hatte ich ja selber schon abgehackt gehabt. Das heißt, ja, sie müssten dann spätestens rausbekommen haben, nachdem sie die anderen Spulen hier rausgezogen haben, dass der Original eine 3000er Wicklung hat. Aber wenn ich den Auftrag so gegeben habe, dann wird der Auftrag so gemacht. Ne? Und jetzt habe ich hier einen 3000er Motor, also einen zweipoligen Motor mit einer vierpoligen Wicklung drin. Das kann natürlich nichts werden. Ne? Auch auf Slavyanka-Typ kann das nichts werden. Ja, darf ich also alles wieder rausreißen, die Wicklung, muss mir eine neue Wicklung reinmachen. Aber, naja, das wird schon irgendwie. Irgendwie wird's. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Wege. Weil die Vorteile sind wirklich eindeutig. Die Herstellerkosten wären extrem niedrig, ne, weil hier hat man ja nur ein bisschen Aluminium und Eisen auf dem Rotor. Und im Gegensatz zu unseren momentanen Elektroantrieben, die haben alle diese Permanentmagneten hier drauf, wo man seltene Erden dafür braucht und arme Kinder da in irgendwelchen Bergwerken rumschuften müssen. Das Lachen war jetzt blöd, ne? Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Naja, hat ja auch irgendwo seinen Sinn. Aber wer es effizient möchte und da eine Rechnung einstellen möchte, was auch die Herstellung eines Elektroautos, ne, dann kosten würde, der wäre dann mit dieser Variante, so denn sie funktioniert, ne, viel, viel besser dran. Ja, er hat sehr niedrige Herstellerkosten, der Slavyanka-Motor, und die Leistung in den unteren Drehzahlen hat er auch. Ne, und dann dieses kleine Schmankerl noch, dass er gar nicht so heiß wird wie genau dasselbe Teil als normaler Drehstrommotor. Ja, ist es ein Fake, ist es kein Fake? Ne? Die Videos, die es momentan darüber gibt, ich habe gedacht, ich sehe richtig, seit über 2 Jahren oder noch länger sind da Videos online und einige. Ich habe jetzt neulich eins gefunden, seit 2 Jahren ist da schon ein Direktvergleich online, ne, wo so praktisch einen normalen Drehstrommotor gezeigt wird unter Last und ein baugleichen unter genau derselben Last mit Slavyanka-Wicklung. Ich habe sofort Gänsehaut bekommen, als ich diese fetten Drehzahlen, also dieses fette Geräusch gehört habe von dem Slavyanka-Motor. Ja, im Gegensatz, der normale Drehstromer, der hat dann so ein Oberton-Feature, will ich jetzt mal sagen. So, wogegen der hier richtig schön tief, kraftmäßig da geklungen hat. Stereo-Motor. Ja, von daher habe ich schon ein sehr gutes Gefühl, auch wenn das Video bis jetzt nur 77 Aufrufe hat. Ne, und ich glaube, 7 Aufrufe davon war ich gewesen. Ja, ich weiß es nicht so richtig. Ne. Da gibt es Videos, da werden freie Energiemaschinen gezeigt, die auf, na, wo eigentlich jeder sehen sollte, dass das Fake ist. Die haben Millionen von Klicks und dann solche Sachen, die alles 30% effektiver machen. Kein Schwein. Seit Jahren, wenn es nicht beworben wird, irgendwie. Naja, wie gesagt, ich kann es jetzt auch nur halb bewerben, ne, weil ich da das Bauchgefühl eben dazu habe. Und ich will das, ich bin Motorentwickler, gelernter Motorentwickler. Ne? Das ist eigentlich, das wäre ein Meilenstein. Ne? 100 Jahre haben wir dieselben Motoren gewickelt. Ne? Jedes Mal haben wir gedacht, jetzt hält der Motor ein Leben lang und der muss nie wieder zurückkommen. Um repariert zu werden. Ne? Und jetzt das hier, ne? Wo es wirklich angeblich eine Wicklung gibt, wo das vielleicht wirklich so funktioniert, dass man den Motor einmal wickelt und dann in seinem Leben nie wieder sieht, weil der ein Leben lang dann durchhält. Ach, naja, ich weiß nicht, ob ihr meine Euphorie so ein bisschen verstehen könnt. Ne? Wenn denn was dran ist. Ja, wenn denn was dran ist. Gut, dann recherchiert ihr mal ein bisschen. Na, auf Ideen bin ich gespannt, wenn jemand eine Wickelei hat oder da mitmachen will, ne, meldet euch. Und ansonsten ja, wünsche ich euch was und wenn das stimmen sollte, ist es mit der Elektromobilität eigentlich dann kein Ding mehr, weil dann könnten ja alle Fabriken, ne, die momentan hier noch diese Drehstrommotoren eingebaut haben und eigentlich diesen ganzen Strom verbrauchen, den wir hier produzieren, 30% effektiver werden und der Strom, der dann praktisch wieder übrig wäre, damit könnten wir die Elektroautos laden, vielleicht. Naja, irgendwie geht es immer weiter und vor allem heiter ist das Motto. In diesem Sinne, bis bald.
Ah ja, bevor ich es vergesse, natürlich habe ich ja auch schon versucht, Kontakt aufzubauen zu Leuten, die das hier in Deutschland bewerben, aber mittlerweile habe ich nur Händler gefunden und die Händler haben von der detaillierten Technik, also wie da die Windungszahl sein muss, ne, oder die Drahtdicke, weniger am Plan, leider. Also bin ich da selbst mal auf die Suche gegangen und dann hier auf der Solar Groups Seite rausgekommen. Und ein, was habe ich noch zum Anmerken, ne, ehe ich mich versah, habe ich da jetzt hier einen Vertrag, den ich aber noch nicht unterschrieben habe. Und das war die Nummer 61.699. Also es scheinen da schon ein paar Leute mitgemacht zu haben. Aber wo ich dann etwas komisch geguckt habe, war der Stempel hier, wo da steht Republic of Vanuatu. Vanuatu. Habe ich gedacht, was denn hier? Ist das schon ein Land, ein außerringisches Land oder so? Ne? Das kannte ich gar nicht, aber es gibt es tatsächlich hier im inneren Ring, so wie es aussieht. Das ist irgendwie eine Inselgruppe. Aber auch mit einer schönen Flagge, finde ich. Ja, nur mal so als Anmerkung, noch so als letztes. Ne? Geht ihr mal auf Recherche. Wäre schön, wenn es kein Fake wäre.